waren auch die Sachsen gekommen und ihr Heer. Mit Schwertern wohlgewachsen, die Klingen schnitten sehr. Das hab ich wohl vernommen, den Helden an der Hand. Da wollten sie die Gäste von Burgen wehren und Land. Der Herren Scharmeister führten das Volk heran. Da war auch Siegfried kommen mit den 12 Mann, die er mit sich führte aus dem Niederland. Des Tags sah man im Sturme manche blutige Hand. Sindold und Hunold und auch Gernot, die schlugen in dem Streite viel der Helden tot. Ehe sie ihrer Kühnheit noch selber mochten trauen, das mussten bald beweinen viel der weidlichen Frauen. Volker und Hagen und auch Ortwein löschten in dem Streite manches Helmes Schein. Mit fließendem Blute die Kühnen in der Schlacht, von Dankwarten wurden viel große Wunder vollbracht. Da versuchten auch die Dänen weidlich ihre Hand, von Stößen laut erschallte mancher Schildesrand, und von den scharfen Schwertern, womit man Wunden schlug. Die streitkühnen Sachsen taten Schadens auch genug. Als die Burgunden drangen in den Streit, von ihnen ward gehauen manche Wunde weit. Über die Sättel fließen sah man das Blut. So warben um die Ehre diese Ritter kühn und gut. Man hörte laut erhallen den Helden an der Hand, ihre scharfen Waffen als die von Niederland, ihrem Herrn nachdrangen in die dichten Reihen. Die 12 kamen ritterlich zugleich mit Siegfried hinein. Deren vom Rheine kam ihnen niemand nach. Man konnte fließen sehen den blutroten Bach. Durch die lichten Helme von Siegfriedens Hand, ehe er Lüdegerin vor seinen Heergesellen fand. Dreimal die Kehre hat er nun genommen, bis an des Heeres Ende. Da war auch Hagen kommen, der half ihm wohl vollbringen im Kampfe seinen Mut. Da musste bald ersterben vor ihnen mancher Ritter gut.